So Leute, die Prüfung ist erledigt. Ich kann wieder los und wir haben natürlich wieder das Item eingesammelt. Das war der Fortuna-Spheroid. War der Fortuna-Spheroid, oder? Ja. Ja, es war der Fortuna-Spheroid. Dann gehen wir mal weiter. Mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Ich hoffe mal, alle verstehen uns und alle lieben uns wieder. Und wir sind keine Traitors mehr. Ach, wer es glaubt. Cutscene. Please. Give us a chance to explain. No need. I already know what I'll tell the other Maesters. Meaning? Lord Seymour was the leader of the Guado before becoming a Maester. You're not letting us go. Let you go? Lord Seymour would never forgive us if we did. Wait! Wait! Driscoll's sphere! We can show it to them! You mean this? Hey! The Guado take care of Guado affairs. Away! Run! Ja, jetzt heißt es weglaufen. Obwohl, ich könnte eigentlich auch speichern, das ist nicht so das Problem. Das wäre, glaube ich, jetzt angebracht. Ich nehme auf, gut. Ja, ist gut so. Ja, wie ihr seht, die Guado-Wachen sind sehr, sehr schnell. Also man muss mindestens, also die verfolgen, ja, wie ihr seht. Ja, wie ihr seht. So entkommen kann man den gar nicht wirklich richtig. Ja, jetzt rufen sie Monster. Zwei Stück, glaube ich. Ja, zwei Stück, genau. Ja, jetzt zieht er wieder ein bisschen weniger ab. Aber er hat wieder Autopoten, das ist scheiße. Guck mal, ich ein Feuer. Feuerelement. Nee, ich hab hier Blitz. Und nicht richtig. Ah, oh, ich bin noch so ein Trottel. Scheiß Autopotion, Alter. Gleich beklauen die dreckigen Säcke, Alter. Stirb bloß. Ja, du kannst ruhig sterben, du Scheißvieh. Also nicht Rico, sondern das Vieh da. So. Gefängnis Emily des Jurien. Bevor ich jetzt weiter mache, gehe ich mal auf Gruppe. Gruppe. Und dann kommt Tidus, Aaron und Rico rein. Einfach nur, weil das besser ist.
So. Wow, ein Funkelauge. Und was noch? Noch eins. Stirb. Nein, Aaron. Nein! Boah. Na, Tobsucht heißt so viel wie, der greift immer nur an und kann nicht ausweichen. Weil halt nur auf Angriff spezialisiert ist. So. Das war denn das? Jetzt verfolgen sie ja noch nicht mehr, weil sie jetzt, mit was anderem beschäftigt sind. Ich sag's mal so. Und den Weg, den wir vorhin gefahren sind, dürfen wir jetzt gehen. Und aber jetzt sind, jetzt kommen trotzdem noch Monster. Einfache Monster, aber es sind immer noch Monster. Da werden wir mal Lulu reinholen. Ne, die Ekstase sparen wir uns auf. Weil das ist nämlich so der Tag der Bosskämpfe heute. Ich werde ihn zwar jetzt nicht mehr in diese Folge machen, aber er wird in der nächsten Folge kommen. Weil wir haben jetzt schon 7 Minuten und dennoch einen, weiß nicht, 11-minütigen Bosskampf, dann hätte das wäre wirklich zu krass. Ich mache jetzt ein paar Kämpfe noch. Beziehungsweise ich nehme jetzt jeden Kampf mit, den ich kriegen kann. Ich finde Aaron total geil, wie er da steht, eiskalt. Aber... Nee, ich brauche hier eigentlich gar nicht heilen. Das mache ich aber gleich erstmal. Mit Aaron, damit er nicht so verdunst auf ihm steht. Das sieht nämlich so viel geiler aus. Vor allem wegen dem Wind, Alter. Boah, das sieht so krass aus. Krafttheorien, die kann man immer gebrauchen. So, erstmal will ich was anderes machen. So, dann werde ich auf Jonas irgendwie zurückgreifen. Alle mal durchfallen schnell und ja, die Sphero-Level mache ich nachher am Schluss, wenn ich da bin, wenn ich beim Speicherpunkt bin, der da endlich ist. Ja, was gibt's noch zu sagen? Der nächste Bosskampf wird ein Wendigo sein. Nur mal so vorweg, ne? Ein relativ bescheuertes Viech, sag's mal so. Na, Titus kriegt doch gar nichts hin. So. Dieser Aaron kriegt links was hin. Nein, ich flut voll rauf, das Vieh. Geht doch. Geht doch! Ja, dieser nächste Gegner, der wird, ist gleichwertig mit dem anderen, außer wenn er. Naja. Ich sag dazu einfach mal nichts. Ich verbrauche jetzt mal mein Sphero-Level. Ja, Krafttheorien und Ability-Sphären habe ich auch noch gekriegt. 2 habe ich nur noch, den brauche ich gemacht. Gar ist nämlich relativ wichtig. Was haben wir denn noch ein paar Runde-Sphären? 3.
Zauberabwehr kann auch nie schaden. Nicht so von großem Nutzen, sag ich mal. Was für ein Zähler wollte ich sehe gar nicht, aber es ist halt egal. Also Drohnen ist nicht so wichtig. Almosen sowieso nicht, aber. Ja, wie gesagt, dann werde ich jetzt mal ein bisschen hier einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder als Let's Play Final Fantasy 10. Gib mir wieder ein bisschen Feedback. Ich möchte gerne wieder ein bisschen Feedback haben, wie das mit der Qualität mein Sound ist jetzt sowieso besser, hoffe ich. Weil wie der die Qualität des Videos ist. Ich weiß, es ist kein HD, brauche ich auch nicht, werde ich auch nie machen. Ich werde nie im HD irgendwas aufnehmen, also, naja. Denn Leute, bis denn.